Das Jahr 2015 ist für Karin George ein ganz besonderes Jahr. Ein Grund für uns, die Powerfrau und ihr Unternehmen näher kennenzulernen. Frau George, welche Bedeutung hat das Jahr 2015 für Sie? Das Jahr 2015 ist für uns ein Jubiläumsjahr. Ich habe mich ganz ehrlich schon im letzten Jahr darauf gefreut, dass das Jahr 2015 bald anbricht. Mit dem 01.01.15 war das dann soweit. Und es wurden schon Vorbereitungen gemacht zu Ende letzten Jahres. Und jetzt laufen sie natürlich mehr oder weniger auf Hochtouren. Was wird der Höhepunkt zu Ihrem Firmengeburtstag sein? Für unsere Jubiläumsfeier, die wir haben am 4. Juli 2015, hier in der Villa Minne in Bonna, ab, sagen wir mal, früh um 10, um 11, also wir sind ab um 10 da, und dann Open End, wo die Leute wirklich schöne Informationen und Einblicke bekommen können. Das ist das, was jetzt ist. Aber was mich noch ganz viel mehr bewegt, ist der Rückblick, der persönliche Rückblick auch auf all das, was in 25 Jahren Firmengeschichte, das ist ja immerhin ein Vierteljahrhundert, so alles passiert ist. Und ja, da bin ich manchmal ganz bewegt, das muss ich sagen. Wie fing damals alles an? Mit der Wende hat sich ja für jeden von uns praktisch eine neue berufliche Perspektive erst ergeben müssen meistens, weil das Alte oftmals dann abgeschlossen war. So war das auch in meinem Falle ganz speziell. Also ehemals aus der Kirchnerei, aus einem ganz anderen beruflichen Bereich kommend, war das so, dass der Mitbegründer damals als Jugendlicher und Mitglied der Jungen Gemeinde den Friedhof unserer Heimatstadt bewirtschaftet hat, mehr oder weniger. Ja, und da lag die Sache nahe, will ich mal sagen. Also so nahe ja nun eigentlich auch nicht, ne? Wir waren damals noch sehr jung. Aber da lag die Sache nahe, dass man eben in einen weiteren Bereich geht, den man so weit beherrscht. Was war die größte Herausforderung in der Firmengeschichte? Also wir sind in viele Dinge am Anfang reingeschlittert und konnten das Ausmaß der Verpflichtung, die man damit übernommen hatte, selbstständig zu sein, am Anfang gar nicht wirklich ermessen. Aber eine ganz eigene Geschichte möchte ich erzählen, das ist die, dass wir damals, ja, ich war 21 Jahre alt, als die Wende war, als man sich da reingefuchst hat, und habe überlegt, also ich wusste überhaupt gar nicht, also da mag man heute lächeln, aber es war eben so, ich wusste überhaupt gar nicht, was ein Logo ist. Also das Firmenzeichen, was ja jede Firma außerhalb des Namenszuges noch auszeichnet und wiedererkennbar macht. Und so habe ich gedacht, naja, also ein Firmenschild möchte man schon haben. Und die Größe des Firmenschildes richtete sich praktisch nach der Größe des Schildes, was ich zufälligerweise als Brett im Schuppen gefunden hatte, weiß angestrichen, lackiert, überlackiert und so weiter und so fort, habe dann hingeschrieben, George-Bestattungen, und habe überlegt, was könnte das Logo, von dem ich ja nicht wusste, dass es Logo heißt, sein, also sprich, was könnte ich hier dran zeichnen, was bin ich in der Lage überhaupt zu zeichnen. Das war damals ein Palmenwedel. Witzig, geht die Anekdote zu Ende. Als ich fertig war, habe ich festgestellt, dass in Buchstabe gefehlt hatte, also ich konnte das alles nochmal in weiß und nochmal grundieren und nochmal von vorne anfangen, aber das ist so eine ganz typische Sache gewesen, ne? Man war so angestrengt, dass man manchmal gar nicht loslassen konnte, dass man manchmal Dinge übersehen hatte, bis man dann so reingewachsen war, dass man ruhig und souverän dann die Dinge in den Griff hatte, und das alles ins richtige Fahrwasser zu bringen, das hat Jahre gedauert, ist aber nun schon 25 Jahre so und ja, eine ganz andere Geschichte heute als damals. Das Unternehmen wächst ständig. Wo sind Sie heute zu finden? Naja, in Böhlen hat damals am 1. Juli 1990 alles begonnen. Da hatten wir dann noch eigene Garagen, dort konnte das Auto untergestellt werden. Wir hatten ein Büro. Haben uns dann überlegt, vielleicht auch noch woanders präsent sein zu können. Es erschien uns damals sehr kühn, aber wir haben es probiert mit Kreutsch als ersten Stützpunkt quasi. Dann kam Pekau hinzu, Bonna ist hinzugekommen mit der Villa Minne, wo wir also am 4. Juli 2015 dann unser Firmenjubiläum feiern werden. Wir sind in Kitscher vor Ort, wir sind sogar in Grimma vor Ort, in Neukieritzsch sind wir vor Ort.
Und ja, also so ist die Sache einfach gediehen in den Jahren. Welche Bedeutung haben für Sie die Mitarbeiter des Bestattungshauses? Das läuft eben vieles familiär ab. Also Donnerstags zum Beispiel ist unser Tag. Da treffen sich alle Mitarbeiter zu einem gemeinsamen Frühstück in Böhlen in der Filiale, im Hauptsitz, was immer geblieben ist. Dort werden Dinge besprochen, durchaus auch persönlicher Art, aber dass man eben einfach mal miteinander ist, dass man das Verhältnis zueinander nicht verliert. Und ich freue mich und bin stolz sagen zu können, dass einige der Mitarbeiter wirklich schon ganz, ganz viele Jahre mit dabei sind. Also auch diesen Leuten scheint es also was zu geben, was der Beruf bedeutet, was ihn ausmacht. Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten, was würden Sie heute anders machen? Das ist eine Frage, da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht und komme mal auf diese Antwort, mal auf jene. Also man kann es nicht so genau sagen. Also wenn man das Ausmaß damals in dem Alter und mit der wenigen Vorkenntnis, die damals schon vorgelegen hatte, hätte ermessen können, dann wären wir es vielleicht gar nicht angegangen. Aber Stück für Stück, ne, Wege entstehen ja dadurch, dass sie benutzt werden, dass man darauf geht, dass man auch Leute hat, die mitkommen und so weiter und so fort. Da ist alles gut geworden. Was würde man anders machen? Vielleicht würde man auch gar nichts anders machen. Es ist gewachsen, manches schnell, manches langsam, alles hat seine Zeit. Das ist ja das, was wir im täglichen Leben so mitbekommen und immer wieder erleben. Ja, ich könnte keine konkrete Antwort darauf finden. Wie gehen Sie persönlich mit dem Thema Tod um? Ich selbst bin eigentlich ein offener Mensch, kann über vieles oder fast alles eigentlich reden und nehme Leute auch gern mit. Also das ist einfach meine Art begründet. Also wenn ich mal dran denke, die Sterbefälle, die ich in der Zeit als Bestatterin selbst erlebt habe, das waren zum Beispiel Großeltern, die zu Grabe getragen werden mussten oder mal ein Freund, der gar nicht mal so ein entfernter Freund gewesen ist, da ist es einerseits so, dass ich zum Beispiel meine Kinder alle mit eingebunden habe, sie mitgenommen habe, schon teilweise waren sie ganz klein, wo die Oma gestorben ist und man hat das kindgerecht nahegebracht, hat auch den Abschied ermöglicht, das ist die eine Sache. Und ich erinnere mich an einen Abschied von einem Freund im letzten Jahr, also da muss ich sagen, das war für mich ein richtiges Lehrstück. Ich war so angestrengt nach der Trauerfeier, bei der ich nur als Trauergast war und es hat so viel Kraft gekostet, muss ich wirklich sagen, dass mir nochmal einmal mehr klar geworden ist, was sowas bedeutet. Also wie emotional man angegriffen ist, was ich gar nicht unbedingt immer in Tränen äußern muss, aber was es für Kräfte verschlingt. Ich habe geschwitzt, ich habe gezittert, es hat gar niemand was von mir gewollt, aber man hat so viele Bilder, so viele Gedanken, so viele Erinnerungen im Kopf gehabt. Also das war für mich interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich nochmal so sehr angreift. Also das, und ich war dann hinterher richtig einer Last entledigt und das war für mich und für meinen Beruf Tatsache eine ganz wichtige Erfahrung. Hat Ihr Beruf auch schöne Seiten? Ach, positive Seiten kann ich noch viel mehr sehen. Also einfach so, man gehört, wenn man mit Hinterbliebenen gesprochen hat, ihnen Lasten abgenommen hat, sich mit ihnen gut arrangieren konnte, gehört in gewisser Weise auch wieder, muss gesagt werden, für die eine Familie mehr, für die andere vielleicht nicht so sehr, aber irgendwie doch schon mit zur persönlichen Geschichte, zur Familie mit dazu. Das finde ich ganz toll. Meine Böhner oder Borner auf der Straße, die sind natürlich nochmal ganz ohne, wie soll ich sagen, Berührungsängste zu mir selbst. Und die kommen dann schon mal vorbei und rufen, Frau George, und halt mal an mit dem Fahrrad und zeig mal ein paar Fotos, was der Hund der Schwester macht, von dem sie doch damals erzählt hatten, ich würde mich doch bestimmt noch erinnern und interessanterweise ist das dann auch so. Dann hat man hier ein Gespräch, da eine persönliche Beziehung aufgebaut und über die Jahre fügt sich das zusammen zu einem immer feinmaschiger werdenden Netz und ja, das zeigt mir eigentlich schon, dass man vieles richtig gemacht hat und dass das schon alles gut ist, denn Sie haben es mehr oder weniger in Ihrer Frage schon angesprochen. Auch ich konnte mir damals, als alles begann, es nur ein bisschen vorstellen, dass ich mal Bestatterin bin. Und ich bin es immer mehr geworden und lebe es heute total.
könnte mir heute auch nichts mehr anderes vorstellen, aber dass es mal dazu kommt, hätte ich am Anfang nicht geglaubt. Welche Wünsche und Ziele haben Sie für die kommenden Jahre? Naja, ich denke, wir haben ein ganz gefestigtes Team, einen ganz gefestigten Gedanken oder eine Idee, einen Platz hier in der Bevölkerung. Wir haben ja hier in der Villa Menne auch zahlreiche Möglichkeiten. Wir haben oben in der ersten Etage ein Trauercafé, im Erdgeschoss die Möglichkeit, dass hier auch Trauerfeiern abgehalten werden können. Und oftmals nutzen die Leute beides dann im Zusammenhang, machen unten die Trauerfeier mit Geistlichen und Redner, wie das gewünscht ist, und haben dann oben eine Etage drüber praktisch die Möglichkeit zum Kaffee trinken, dort nochmal zusammenzusitzen, nochmal persönlich Rückschau zu halten. Das wollen wir weiterhin ausbauen. Also es ist ja immer so ein Schritt, ne? Die Leute müssen sich erst an so eine neue Idee gewöhnen, dann finden sie sie gut, nehmen sie an, das vertieft sich dann. Wir haben auch die Möglichkeit, hier einer Dame, die in der ersten Etage auch zu Hause ist mit ihrem Büro, dort unsere Hinterbliebenen mal ein Heim zu empfehlen, damit eben dort Gesprächstherapien, Klangtherapien und so etwas durchgeführt werden können. Das finde ich auch eine Bereicherung, eine Sache, die wir eben nicht selbst anbieten, aber den Leuten zugutekommen lassen können. Und was da genau geschieht, das kann man also auch am 4. Juli sehen, am Jubiläumstage, und kannst du mal informieren. Was wünscht sich Karin George zum 25. Firmengeburtstag? Ich würde mir wünschen, dass es eine schöne Feier werden wird, dass wir am 4., das ist der Samstag, zusammensitzen können. Wir haben verschiedene Dinge vorbereitet. Interessierte können mal Informationen zu einer Waldbestattung einholen. Eine Seebestattung wird vorgestellt. Es kommt ein Mann mit vorbei, der mal zeigt, was kann man für Schmuckstücke, für Erinnerungsschmuckstücke anfertigen lassen, vom Fingerabdruck eines Verstorbenen. Wir haben eine Dame da, die Ausführungen macht, was ist eine Diamantbestattung, wie geht die vor sich, was kostet die, das ist ja auch mal ganz interessant. Oder es gibt natürlich auch Informationen rund um die, sag ich mal, normale Bestattung oder auch zur Bestattungsvorsorge. Also jeder kann so seine Fragen stellen, die er hat. Und wer eben keine hat, der kriegt trotzdem Kaffee und Kuchen, Roster und Limo. Und es gibt hier eine ganz kleine, aber feine Auswahl von historischen Bestattungswagen. Und ich denke, das ist schon interessant und raumfüllend für den ganzen Tag. Regio TV gratuliert ganz herzlich zum 25. Firmenjubiläum und wünscht nicht nur für diesen Tag, sondern auch für alle anderen Tage der kommenden Jahre ganz viel Erfolg.